Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Coach für alle Fälle. Mein Name ist Erna Hülst, das hier ist mein Sofa und ich freue mich, dass Sie mich heute wieder in Ihr Wohnzimmer geholt haben. Das Thema heute ist Kommunikation in der Partnerschaft und insbesondere geht es um das Schweigen der Männer. Warum das ein Thema ist? Weil der Scheidungsrichter bei jeder zweiten Scheidung von der Frau hört, mein Mann redet nicht mit mir. Und 7 von 10 Ehepaaren geben als Grund für eine Eheberatung an, wir können nicht mehr miteinander reden. Und was glauben Sie, wie viel Gesprächszeit Paare miteinander verbringen, die 4 bis 6 Jahre verheiratet sind, also ungefähr 4, 5 Jahre? Wie viel Gesprächszeit verbringen die dann miteinander am Tag? Also Qualitätsgesprächszeit, jetzt nicht sowas wie ist noch Marmelade im Haus oder so. Was glauben Sie? Es sind ganze 4 Minuten. Traurige Zahl eigentlich, oder? Und dabei braucht die erfolgreiche Partnerschaft das erfolgreiche Gespräch. Das kann aber natürlich nicht nur an den Männern liegen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Frauen das einfach falsch anpacken. Und es liegt auch daran, dass Männer eben eine völlig andere Art und Weise haben zu kommunizieren als Frauen. Und ich möchte Ihnen heute ein paar Impulse und Informationen dazu geben und auch Ihnen sagen, was Sie tun können, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Was Frauen zum Beispiel meistens falsch machen, wenn sie gekränkt sind oder verletzt sind, dann sagen sie nicht, ja du, das, was du da gerade zu mir gesagt hast, das hat mich verletzt oder das hat mich gekränkt und da geht es mir nicht gut mit. Stattdessen, was machen sie? Sie schweigen. Das Problem ist nur, Männer lieben das Schweigen. Und wenn eine Frau nichts sagt, also sich auch nicht äußert, dann kann das für einen Mann auch bedeuten, dass die Welt in Ordnung ist. Woher soll er sonst wissen, dass irgendetwas nicht stimmt? Eine Studie, die das belegen könnte. 750 Paare, die 5 Jahre verheiratet waren, wurden gefragt, also es gab mehrere Fragen, würden sie ihren Partner wieder heiraten? 50% der Frauen haben angekreuzt, nein. Das Drama ist nur, die dazugehörigen Männer haben auf der gleichen Liste angekreuzt, bei uns ist alles in Ordnung. Also es könnte sein, dass Männer und Frauen eine unterschiedliche Vorstellung von funktionierender Partnerschaft haben. Und ehrlich, ich gebe zu, für Männer ist es nicht leicht, uns Frauen zu verstehen. Also wirklich, wir verstehen uns ja oft selber nicht. Und ich finde, Alfred Hitchcock, der hat das gut erkannt. Der hat gesagt, es ist absolut sinnlos, die Frauen verstehen zu wollen, wo doch ihr Hauptreiz ihre Unergründlichkeit ist. Also vielleicht, meine Herren der Schöpfung, mögen Sie sich da ein Beispiel dran nehmen und es gar nicht erst zu versuchen. Wie gesagt, wir verstehen uns ja oft selber nicht. Was Frauen auch noch sehr oft falsch machen, ist, dass sie versuchen, einen Mann zu verändern. Also sie sagen dann zum Beispiel, ich muss mit dir reden und dann auch in diesem Ton. Und der Mann weiß wahrscheinlich schon genau, was auf ihn zukommt, nämlich das Gespräch wird so ablaufen. Du sollst pünktlicher sein, fleißiger sein, eher nach Hause kommen, weniger arbeiten, mehr arbeiten, dich in der Küche engagieren, im Haushalt, die Kinder abholen, nicht so viel trinken, nicht so viel Fernseh gucken und so weiter. Also wenn ich wüsste, dass das bei einem Gespräch für mich herauskäme, ich glaube, ich würde auch lieber schweigen oder besser noch gar nicht erst zu so einem Gespräch kommen. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn ein Mann eines Tages sagt, also weißt du Schatz, du versuchst schon seit 20 Jahren einen anderen Mann aus mir zu machen und wunderst dich jetzt, dass ich nicht mehr der gleiche bin wie damals. Also das als erstes, Frauen scheinen ein Männerveränderungsgen in sich zu haben und ich glaube, das können wir am ehesten mit einer anderen Haltung auch wieder ausschalten. Weil das löst ein Gefühl bei ihrem Mann aus von, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und das ist keine gute Grundlage für eine gute Kommunikation. Wenn Sie mit Menschen reden und das Gefühl haben, der nimmt mich so an, wie ich bin, dann ist es viel leichter und Sie werden auch viel einfacher so einen Menschen zum Gespräch einladen. Das ist eine schlechte Basis für eine gemeinsame Kommunikation. Und eine gute Basis, eine gute Haltung, um als Paar miteinander in einem guten Gespräch zu kommen, ist, vor allem wenn Sie als Frau sich eingestehen, Sie kennen Ihren Partner nicht. Glauben Sie nicht, dass Sie einen Menschen kennen. Wir kennen uns ja oft selber nicht. Also so ein Tisch oder ein Sofa oder ein Gegenstand, da kann man sagen, ich kenne das, ich weiß, wie das ist. Aber Menschen können sich verändern. Sie haben das bestimmt schon oft erlebt, dass Männer sagen, ich mache keinen Papierkram, macht alles meine Frau. Oder Frauen sagen, ich mache keine Spinnen weg, macht alles mein Mann. Kommt es zu einer Trennung oder einer der Partner stirbt, Männer machen ihren Papierkram selber, Frauen machen ihre Spinnen selber weg. Und Menschen können sich sehr, sehr verändern. Und wir dürfen, glaube ich, niemandem das Gefühl geben, dass wir sagen, ich weiß genau, wie du bist. Wir wissen es ja oft selber nicht. Und das würde eben auch bedeuten, dass sie einen Menschen für starre halten und nicht für in der Lage, sich zu verändern. Also denken Sie dran, bleiben Sie neugierig auf Ihren Partner und muten Sie ihm alle möglichen Veränderungen zu.
Eine zweite, andere Haltung, die Sie einnehmen sollten, ist, ich höre sehr oft sowohl von Männern als von Frauen, die dann sagen, naja, bei uns wird alles super laufen, wenn er sich anders verhalten würde. Und die Frau sagt dann, naja, also mir wird es besser gehen und wir hätten keine Probleme mehr, wenn du dich in der und der Situation anders verhalten würdest. So funktioniert das nicht. Das ist ähnlich wie bei einem Mobile. Und in jeder Beziehung, wo Menschen miteinander zu tun haben, muss das ausgeglichen sein. Und wenn jemand sich nicht bewegt und aber sagt, du sollst dich bewegen, dann geht es uns besser. Sie bewegen sich aber selber nicht, dann bewegt sich in dem Mobile auch nichts. Wenn Sie sich aber selber bewegen, also Ihre Haltung ändern oder Ihr Bewusstsein ändern oder Ihren Partner mit anderen Augen sehen, etwas freundlicher schauen, auch mal lächeln, dann wird sich automatisch der Partner mitdrehen. Also das ganze System, das Mobile schwingt sich dann automatisch ein. So brauchen Sie gar nicht darauf warten, dass Ihr Partner und Ihre Partnerin sich verändert. Sie können selber was tun. Und da möchte ich Ihnen eben heute auch ein paar Impulse zu geben. Die gute Nachricht ist, Sie müssen das gar nicht neu lernen. Sich muss sie nur erinnern. Denn jeder von Ihnen war wahrscheinlich schon mal verliebt, oder? Sowohl Männer als auch Frauen. Und mal ein Wort an die Männer. Wie haben Sie sich in der ersten Zeit verhalten, als Sie verliebt waren? Da haben Sie wahrscheinlich stundenlang mit Ihrer Partnerin gesprochen, stimmt? Manchmal ganze Nächte lang, wenn ich das so höre. Dann nehmen Sie die feinsten Regungen wahr. Sie interessieren sich zu 100% für alles, was die Frau tut und was sie macht und was sie denkt und was sie fühlt. Die Frau hat dann das Gefühl, mit ihrer besten Freundin zu reden, und zwar stundenlang. Und ihr geht das Herz auf und sie denkt, wow, was ist das für ein Mann, dass der stundenlang mit mir redet. Was die Frau nicht weiß, ist, dass die meisten Männer nur kurz zu Besuch sind bei ihr. Weil das hält ein Mann gar nicht monatelang aus. Er muss irgendwann zurück in die Männerwelt, zu den Frotzeleien und auch zu den Sticheleien, da wo es sportlich rumgeht. Das heißt aber nicht, dass er nicht wiederkommt. Nur die meisten Frauen haben Angst, was ist, auf einmal ist er weg, er redet gar nicht mehr mit mir und denkt, er kommt nicht wieder. Männer kommen aber wieder, wenn sie sich eingeladen fühlen. Also vielleicht ein Wort an die Männer, gehen Sie ab und zu, tauchen Sie ab und zu wieder ein in die Welt der Frauen in Bezug auf Kommunikation, weil die Frau weiß, dass sie es können. Sie können ja wieder gehen, aber kommen Sie immer mal wieder. Und wie gesagt, wenn eine Frau möchte, dass der Mann wieder, ich nenne es mal so, zu Besuch kommt und mit ihr spricht, wie richten Sie sich zu Hause ein, wenn Sie Besuch erwarten? Meistens machen Sie sich nett, ziehen sich was Schickes an, richten die Wohnung nett her, machen vielleicht mal ein Kerzchen an, tragen Ihr Parfüm auf, stellen Sträußchen Blumen auf den Tisch und Sie machen ein nettes Gesicht. Und ich habe Frauen mal gefragt, wie sie sich nach einiger Zeit verhalten. Oder wie haben sie sich am Anfang verhalten? Da haben sie ihren Partner bestimmt nicht kritisiert, sie haben nicht genörgelt, seine Bemühungen runtergespielt, ihn klein gemacht, sich wie seine Mutter aufgefühlt, geführt. Oder sie haben ihm bestimmt auch nicht gesagt, ja, der Manfred kann aber besser dies und der Paul kann aber besser das. Ganz sicher nicht. Ich habe das mal sammeln lassen in einem Seminar. Wie haben Sie sich in der ersten Zeit Ihrer Partnerschaft verhalten? Ich habe mich schön angezogen, ich habe ihn ermutigt, ihn gelobt. Ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht oder ungebetene Ratschläge gegeben. Ich habe von mir aus die Initiative ergriffen, mit ihm zu schlafen. Ich habe ihm kleine Geschenke gemacht. Schauen Sie, und das ist das, was wir alle können. Jede Frau und jeder Mann weiß, wie es geht. Also in bestimmten Lebensbereichen sollten wir da zurückgehen zum Anfang und uns auch so wieder verhalten. Ich weiß, dass man das nicht immer kann. Man kann nicht immer gut drauf sein und nicht immer Besuch einladen. Aber wir können eine andere Haltung dem Partner gegenüber annehmen. Und ihm das Gefühl geben, dass er sehr willkommen ist. Und ich glaube, dass es dann auch für einen Partner, für einen Mann leichter ist, sich wieder auf ein Gespräch einzulassen, wenn er das Gefühl hat, ich bin willkommen und ich bin okay so, wie ich bin. Ich möchte Ihnen mal aufzeigen, dass für Männer und Frauen Kommunikation etwas völlig Unterschiedliches ist. Und ich zeige Ihnen das hier mal in Flipchart. Sie kennen ja die beiden Zeichen. Das ist ja das Zeichen für die Frauen. Also für Kommunikation ist für Frauen etwas, was verbindet. Und ich finde, das kann man an diesem Zeichen ganz spielerisch kann man damit umgehen. Schauen Sie, hier kann man überall andocken. Und dann hier kann man wieder andocken. Und da, ich mache das jetzt mal ganz spielerisch und künstlerisch, mit künstlerischer Freiheit. Also für Frauen ist Kommunikation etwas, was verbindet. Darum trifft man Frauen auch eher in kleinen Grüppchen, so ein Strickklüppchen und dann haben sie einen Stammtisch und mit ganz flachen Hierarchien. Frauen sind gar nicht so sehr daran interessiert, dass es den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz gibt, sondern es sind flache Hierarchien und auch in vielen kleinen Grüppchen treffen die sich. Sie kennen das Zeichen für Männer und wenn man damit spielerisch umgeht, dann gibt es dann hier nur eine Richtung. Kommunikation ist für Männer ein Machtinstrument. Das ist etwas, wo sie mit ihrer Stärke demonstrieren können.
beliebte Disziplin ist da Sprücheklopfen. Also wer klopft den besseren Spruch, beliebte Disziplin am Stammtisch? Darum treffen sie Männer auch eher in großen Gruppen an oder die sind interessiert an Vereinen, da wo es ganz klare Regeln und auch ganz klare Hierarchien gibt. Allein schon bei der Bundeswehr oder auch bei der Polizei, wobei sich das ja jetzt auch mit den Frauen mischt. Aber sie finden da immer mehr Männer als Frauen in solchen Gruppierungen. Also für Männer ist Kommunikation ein Machtinstrument und das muss man einfach wissen. Wie gesagt, ich sagte vorhin schon, Sprücheklopfen ist etwas, was Männer ganz besonders gut können. Und das wäre ein Beispiel wäre, dass Mike Krüger zu Jung von der Lippe sagen würde, du kannst auch mal abnehmen und dir ein Beispiel an mir nehmen und guck mal, wie gut ich abgenommen habe. Und dann würde Jürgen von der Lippe zum Beispiel sagen, ja, ja, jetzt sieht man deine Nase noch besser. Unter Frauen wäre sowas undenkbar. Also zum Beispiel würde Angela Merkel niemals zu Ulla von der Leyen sagen, also wenn man sie anschaut, dann könnte man denken, die Hungersnot sei ausgebrochen. Und Ulla von der Leyen wird niemals zu Frau Merkel sagen, ja, wenn man sie anschaut, dann könnte man meinen, sie seien die Verursacherin davon. Das würde überhaupt nicht vorkommen, das wäre undenkbar. Männer nehmen Worte sportlich. Und Frauen nehmen Worte wörtlich. Mit einer Frau dürfen sie solche Sprüche nicht machen. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, auch als Frauen. Also darum, glaube ich, ist es auch schwierig für Frauen in reinen Männergruppen klarzukommen, weil die völlig anders miteinander kommunizieren. Da geht es eben sehr viel um Macht und Hierarchie und da werden auch Witze drüber gemacht. Und Frauen nehmen das eher wörtlich. Und da können sie nicht so sportlich damit umgehen. Ein weiterer Unterschied, da haben Sie bestimmt schon ganz viele Zahlen gehört, ist, dass Frauen ja, man sagt, doppelt so viele Wörter am Tag sprechen wie Männer. Also die Zahl, die ich habe, sind 12.000 Wörter am Tag für Männer und 23.000 für Frauen, wobei das sicherlich auch variiert. Was ist jetzt Zuhause sein für einen Mann? Zuhause sein für einen Mann ist, dass er Ruhe hat vor diesen Statusspielchen. Hier kann er endlich hemmungslos schweigen. Was ist Zuhause sein für eine Frau? Was möchte sie? Sie möchte hemmungslos sprechen, ganz genau. Und zwar über alles, was ihr auf dem Herzen liegt. Und dann nehmen wir mal an, der Mann war schon auf der Arbeit und musste schon so viel reden und ist schon 3000 Wörter im Minus. Und nehmen wir an, die Frau hat entweder einen Job, wo sie nicht so viel redet oder sie ist vielleicht zu Hause bei den Kindern und sie hat noch einen Überschuss von 6000 Wörtern und die beiden treffen sich dann abends, dann können Sie sich vorstellen, dass das schon Konflikte geben könnte. Und darum mein erster Tipp an Sie, wenn Sie ins Gespräch kommen wollen als Paar, dann finden Sie den Moment Ihrer größten Redebereitschaft heraus. Also wann sind die Momente, wo Sie am besten miteinander reden können? Vielleicht, wenn Sie zusammen Sport machen. Oder vielleicht, wenn Sie abends zusammen ausgehen und ein Gläschen Wein trinken. Oder vielleicht, wenn Sie Spaziergänge machen. Also das ist ja bei jedem Paar anders. Aber Sie können nicht, egal ob Sie als Mann oder Frau jetzt nach Hause kommen oder ob Sie sich auf dem Flur treffen, dass Sie sagen, du, das und das will ich dir noch sagen und lass uns mal über dies und das sprechen. Besser ist, sie finden den Moment ihrer größten Redebereitschaft heraus. Vor allem Frauen neigen ja dazu, die Dinge sofort ansprechen zu wollen. Ich möchte Sie dazu einladen, dass Sie da wirklich den richtigen Zeitpunkt abwarten. Dann haben Sie auch viel bessere Chancen, dass Sie mit Ihrem Partner oder mit Ihrer Partnerin in ein gutes Gespräch kommen. Ein weiterer Unterschied ist noch, dass Männer die direkte Sprache bevorzugen und Frauen die indirekte Sprache. Männer neigen dazu, sehr zielorientiert zu kommunizieren. Und sprechen die Dinge meistens auch recht klar an. Frauen neigen dazu, um den heißen Brei rumzureden. Sie benutzen eher die indirekte Sprache und das ist auch eine beziehungsorientierte Sprache. Sie versucht damit, die Bedürfnisse des anderen abzuklopfen und Kompromisse zu finden. Angenommen, Mann und Frau fahren auf der Autobahn und die Frau möchte einen Kaffee trinken. Richtig wäre es dann, sie würde sagen, du Schatz, kannst du rechts ranfahren, ich möchte einen Kaffee trinken, möchtest du auch einen? Aber was sagt sie? Sie sagt dann zu ihrem Mann, sag mal, möchtest du vielleicht einen Kaffee? Und er denkt, das ist aber nett, dass sie fragt, aber er möchte keinen Kaffee und sagt einfach nein und fährt weiter. Dann dauert es vielleicht eine Zeit lang, bis er merkt, dass sie so schweigt und er fragt sich, was ist eigentlich? Und dann fragt er sie, hast du irgendwas? Und es kann sein, dass sie dann sagt, nie achtest du auf meine Bedürfnisse. Aber wenn sie direkt gesagt hätte, was sie wollte, ich möchte einen Kaffee, fährst du bitte rechts ran, möchtest du auch einen? Dann wäre das Problem erst gar nicht entstanden. Und eins sage ich Ihnen, das merke ich immer wieder in den Beratungen. Männer wollen das wissen.
die vertragen es auch, wenn sie direkt sagen, ich will jetzt einen Kaffee. Wenn er dann sagen würde, weißt du, das passt jetzt gerade nicht, lass uns 5 Kilometer warten, dann kommen wir an eine Raststätte, wo man auch tanken kann, dann sind sie zumindest in einem klaren, direkten Dialog. Reden sie nicht um den heißen Brei, Männer vertragen die Wahrheit, das erfahre ich immer wieder. Und die fordern das auch an. Ein weiterer Unterschied ist, dass Männer und Frauen auf ganz andere Art und Weise Probleme lösen. Wie lösen wir Frauen Probleme? Indem wir darüber sprechen, also sprechdenkend. Männer lösen ihre Probleme eher am liebsten alleine, indem sie sich zurückziehen und grübeln und dann denken sie darüber nach und dann kommen sie wieder und haben meistens eine Lösung parat. Männer sind auch die geborenen Problemlöser. Also da, wo man bei Gehirnscans bei Frauen im Gehirn Kommunikationszentren mehr findet, findet man in männlich geprägten Gehirnen eher sowas wie gute strategische Lösungsmöglichkeiten, gute Mathematiker, gute Logiker. Das trifft natürlich nicht auf jeden Mann zu und auch nicht so klassisch auf jede Frau. Sie wissen, es gibt da Mischtypen. Aber in der Mehrzahl ist es so. Begabte Männer sagen dann, ich weiß zwar nicht, wo das Problem ist, aber ich gehe schon mal in die Werkstatt. Und es ist ja auch, wenn man das als Tugend oder auch als Stärke sieht, durchaus geeignet. Aber wenn Sie als Frau zum Beispiel sagen, du Schatz, ich habe ein Problem mit meinem Chef, dann könnte sein, der Mann setzt innerlich die Handwerkerkappe auf und sagt, weil er ein guter Lösungsmacher ist, und er sagt dann, ja, dann kündige doch. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was die Frau hören will. Was möchte sie hören, wenn er sagt, erzähl mir mehr davon? Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn man als Mann eher darauf geprägt ist, Lösungen zu präsentieren und zielgerichtet zu denken und auch zu sprechen. Aber das Beste, was sie ihrer Frau oder Freundin dann sagen können, ist, erzähl mir mehr davon. Und wir wollen dann keinen vorzeitigen Lösungsvorschlag. Besser ist wirklich als Partnerin, wenn Sie Ihrem Mann sagen, weißt du, ich brauche jetzt gerade keine Lösung, sondern ich wäre froh, wenn du mir nur zuhören würdest. Man könnte das auch ganz stark vereinfachen und sagen, dass der Mann zum Beispiel sagt, soll ich dir als Mann zuhören? Dann setzt er innerlich seine Handwerkerkappe auf und bietet ihr eine Lösung. Oder er sagt, brauche ich dir nur zuzuhören? Das kann unglaubliche Entspannung reinbringen in die Partnerschaft, weil dann weiß er, er muss jetzt nichts tun, er muss keine Probleme lösen, sondern er braucht einfach nur zuhören. Und bei Frauen ist das so, je mehr wir über diese Dinge sprechen, das, was uns bewegt, irgendwann kommt die Lösung von selber, weil man es dialogisiert, weil man das Problem in Worte fasst. Und wir brauchen nicht immer eine Lösung, manchmal nur einen guten Zuhörer. Wenn ein Mann ein Problem hat, sagen Sie als Frau am besten, ich bin an deiner Seite, ich bin für dich da. Wenn du reden möchtest, ich höre zu. Und dann lassen Sie ihn. Wenn er kommen will, dann kommt er schon von selber. Und wenn nicht, dann hat er das Problem vielleicht alleine gelöst. Wenn Sie schwierige Themen haben als Frau, die Sie mit Ihrem Partner besprechen wollen, dann machen Sie das nicht zwischen Tür und Angel. Also halten Sie ihn nicht mitten im Flur an und sagen Sie zum Beispiel sowas wie, wir müssen unbedingt über die neue Küche sprechen oder wir müssen mit dir über unsere Hausarbeit sprechen, wie wir das miteinander aufteilen. Das machen Sie doch bei Ihrem Chef oder bei Ihrer Chefin auch nicht. Das sagen Sie doch auch nicht, wenn Sie dem auf dem Flur begegnen, wir müssen mal über unsere Arbeitszeit sprechen, können wir das jetzt machen? Das machen wir in der Arbeitswelt auch nicht. Da sagen wir Herr oder Frau sowieso, ich habe das Thema, wann können wir das mal miteinander besprechen, wann haben Sie Zeit? Und warum machen wir das in der Partnerschaft nicht genauso? Also zum Beispiel, ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wir die Hausarbeit in Zukunft aufteilen. Wann können wir das machen? Und am besten, Sie machen noch 2 Terminvorschläge. Also Sie sagen dann, ich möchte mit dir über die Hausarbeit sprechen, können wir das morgen Abend oder am Samstag machen? Das heißt, Sie diskutieren dann gar nicht mehr darüber, dass Sie überhaupt darüber sprechen, sondern geht es nur noch um die Termine. Und Menschen mögen das, wenn sie auch die Wahl haben. Bei Kindern funktioniert das auch. Sie sagen, wann willst du deine Hausaufgaben machen? Nach dem Essen oder vor dem Essen? Sie diskutieren dann gar nicht mehr darüber, dass die Hausaufgaben gemacht werden, sondern sie machen nur die Terminvorschläge. Und das macht es für das Gegenüber viel einfacher, mit ihnen in Kommunikation zu gehen, als wenn sie sagen, mach jetzt deine Hausaufgaben oder helf mir mehr im Haushalt mit. Also schwierige Themen, wo sie wissen, dass es Konflikte bringt, machen sie einen Terminvorschlag und kündigen sie das vorher an. Vorteil ist, Ihre Kinder und auch Ihr Partner oder Ihre Partnerin hat die Wahl und kann sich darauf einstellen. Wenn es um bestimmte Themen geht, vielleicht sogar mal ein Buch oder einen Artikel oder sowas dazu lesen. Und ich möchte Ihnen jetzt noch ganz weitere praktische Tipps geben, wie Sie besser miteinander ins Gespräch kommen können. Eine Feng Shui-Expertin zum Beispiel, die hat mir mal gesagt, dass man sich bei Konfliktgesprächen besser über Eck setzen soll, also so, damit die Energie besser fließt. Bei Rendezvous können Sie sich gegenüber sitzen, weil die Energie dann von dem einen zu dem anderen geht. Wenn man aber einen Konflikt hat, ist das angeblich nicht so interessant oder nicht so gut. Und ich habe das selber mal probiert und ich finde, es fühlt sich besser an tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tipp ist für Sie,
Aber bei Konfliktgesprächen sich über Ex setzen soll angeblich besser sein für die Kommunikation. Wenn Sie als Frau etwas über Ihren Partner erfahren wollen, dann sagen Sie nicht, wie war dein Tag? Welche Antwort kriegen Sie sonst? Gut, genau, meistens nämlich nicht mehr. Sondern sagen Sie ihnen, du hattest doch heute den Termin mit XY, wie ist das Gespräch gelaufen? Also möglichst zielorientiert, möglichst konkret, dass Sie Ihrem Partner signalisieren, ich möchte etwas ganz Bestimmtes wissen. Das macht es einfacher, weil wenn Sie ihn fragen, wie war dein Tag, dann sagt er gut und hat die Frage damit ja auch beantwortet. Eine andere Möglichkeit ist, Sie erzählen erst von sich selbst und fragen dann, wie war denn dein Tag? Also zum Beispiel, Sie sagen vielleicht, Mensch, ich bin heute etwas später von der Arbeit wiedergekommen, weil Frau Müller hat sich im Büro den Fuß umgeknickt und ich habe sie zum Krankenhaus gebracht. Es geht ihr aber schon wieder besser, ihr Mann hat mich gerade angerufen und das war ein ganz schön anstrengender Tag. Jetzt bin ich kaputt und froh, dass ich auf meinem Sofa liege. Magst du mir auch was von deinem Tag erzählen? Schauen Sie, dann in der Regel kommt dann auch, ja, bei mir war das so, bei mir war das so. Das ist eine andere Einstellung, eine andere Einstimmung, als wenn Sie einfach nur sagen, wie war dein Tag? Für die Männer, bitte fragen Sie Ihre Frau ab und zu oder Ihre Partnerin, wie war dein Tag? Aber nicht einfach so, ne, Zeitung vor der Nase und sagen, Schatz, wie war dein Tag, sondern legen Sie alles aus der Hand, was Sie in der Hand haben, setzen Sie sich zu ihr und geben Sie ihr das Signal, dass Sie das auch wirklich hören möchten, sodass Ihre Partnerin sich auch wirklich eingeladen fühlt, etwas zu sagen. Sie beugen damit jede Menge Konflikte vor, weil wenn Ihre Partnerin das erstmal loswerden kann, dann staut sich das erst gar nicht auf. Also im Grunde ist die Regel gar nicht einfach. Geben Sie Ihrer Partnerin so oft wie möglich die Möglichkeit, über das zu sprechen, was sie bewegt. Ein weiterer und sehr wichtiger Tipp, den ich Ihnen gerne geben möchte, ist, ich höre sehr oft, dass sowohl Männer als auch Frauen ihre Partnerschaft durch Vorwürfe sehr erschweren und beschweren. Formulieren Sie Vorwürfe in Wünsche um. Denn Vorwürfe sind eigentlich nichts anderes als verunglückte Wünsche. Zum Beispiel, wie hört sich das an? Immer kommst du zu spät. Welcher Wunsch steckt dahinter? Sie möchte wahrscheinlich mehr Zeit mit ihm verbringen. Also als Wunsch formuliert würde sich das anhören, ich wünsche mir, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Oder nie hörst du mir zu. Als Wunsch formuliert könnte das heißen, ich möchte dir gerne erzählen, wie es mir gerade bei der Arbeit geht. Wann hast du Zeit? Und einem Wunsch entsprechen wir gerne, egal ob Mann oder Frau, einem Vorwurf nicht. Weil bei einem Vorwurf baue ich sofort einen Widerstand auf. Bei einem Wunsch habe ich die Wahl und bin sehr viel weicher und entgegenkommender, den auch zu erfüllen. Und damit komme ich zu einem der letzten Punkte, nämlich zur Zuschauerfrage. Und ich habe eine Frage ausgewählt, von der ich glaube, dass die bestimmt jeden was angeht. Und zwar kommt die von Gerd, der ist 50 Jahre und seit 26 Jahren verheiratet. Der schreibt, Hallo Frau Hülz, meine Partnerin fordert bei mir ständig Gespräche an und wir können schon gut über Probleme reden und finden auch meist eine Lösung. Herzlichen Glückwunsch, das ist ja schon mal klasse. Das Einzige, was mich ärgert, ist, dass meine Frau keine Kritik vertragen kann. Von mir verlangt sie immer, dass ich mir anhöre, was ihr an mir nicht gefällt. Aber selber ist sie dazu nicht in der Lage. Ich finde die Frage so klasse, weil ich glaube, dass das vielen Männern so geht. Und ich sage Ihnen gerne auch, woran das liegt. Das Problem ist nämlich, dass Frauen nicht zwei Ohren haben, sondern jede Frau hat drei Ohren. Sie hat nämlich noch ein zusätzliches Ohr, nämlich das Beziehungsohr. Und bei den meisten Frauen ist das Beziehungsohr viel größer als die anderen Ohre, zum Beispiel das Sachohr. Also eine Frau vermutet fast hinter jeder Aussage noch eine zusätzliche Aussage, nämlich, was will der mir damit über mich sagen? Also angenommen, Sie sitzen am Tisch und er sagt sowas wie, in der Suppe fehlt ein bisschen Salz, gibst du mir mal das Salz rüber? Dann könnte es sein, wenn sie auf dem Beziehungsohr hört, dass sie sagt, du kannst ja deine Mutter fragen, ob sie für dich kocht. Das ist das Beziehungsohr. Wenn sie aber, ich sag mal, auf dem Sachohr nur die Sachinformation hören würde, dann würde sie ihm einfach wahrscheinlich gar nichts sagen und ihm einfach nur das Salz rüberreichen. Merken Sie den Unterschied? Aber warum hört sie auf dem Beziehungsohr? Weil sie eine Beziehungsexpertin ist. Frauen sind in der Regel Beziehungsexpertin und darum ist das Ohr auch meistens viel größer. Andere Beispiele. Angenommen, Ihr Partner sagt, ich würde Ihnen niemals raten, das zu sagen, aber angenommen, Sie sagen Ihrer Partnerin, wenn sie dabei ist, sowas Ähnliches wie, also die Petra hat eine tolle Figur, trotz der drei Kinder. Was glauben Sie, was Ihre Partnerin hört? Es kann sein, dass es spontan aus ihr herausplatzt, du findest mich zu dick. Möglicherweise. Wenn aber eine Frau, und ich möchte Sie da bitten jetzt, für alle Frauen, die zuhören, lernen Sie mehr auf dem Sachohr zu hören. Also dann würden Sie zum Beispiel sagen, ja, das finde ich auch.
ohne dass Sie irgendwie glauben, dass da eine versteckte Botschaft hintersteckt. Glauben Sie mir, zu 99% steckt keine versteckte Botschaft dahinter, weil Männer sind in der Regel gar nicht so gepolt. Oder angenommen, ein Mann würde sowas sagen wie, deine Schwester kann aber super backen. Was hört eine Frau auf dem Beziehungsohr? Dass sie nicht backen kann. Die würde dann vielleicht sowas sagen wie, du hättest ja meine Schwester heiraten können. Wenn sie auf dem Sachohr hört, würde sie sagen, ja, du hast recht, ihre Kuchen schmecken wirklich klasse. Merken Sie den Unterschied? Und schon haben Sie eine ganze Menge Zündstoff raus aus Ihrer Partnerschaft. Gutes Beispiel ist auch, wenn er sagt, ist keine Marmelade mehr im Haus? Eine Frau auf dem Beziehungsohr, die wird vielleicht sagen, du kannst auch mal einkaufen gehen. Oder ich bin so schon fix und fertig, darum konnte ich mich nicht auch noch kümmern. Auf dem Sachohr würde sie vielleicht einfach sagen, ja oder nein, je nachdem, ob noch Marmelade im Haus ist oder nicht. Also Sie sehen, dass Frauen dazu neigen, auf dem Beziehungsohr zu hören. Warum? Für eine Frau ist Beziehung nicht das Halbe, für eine Frau sind Beziehungen das ganze Leben. Und für alle Frauen, die zuschauen, wie gesagt, holen Sie Ihr Beziehungsohr auf Normalmaß zurück oder holen Sie es nur raus, wenn es auch wirklich etwas über die Beziehung zu sagen gibt und hören Sie mehr auf dem Sachohr. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gerne noch einen Coaching-Impuls für die Woche mitgeben. Sie merken schon, am wichtigsten in der Partnerschaft, auch für die Kommunikation, weil welche Beziehung ich zu meinem Partner habe, das drückt sich gar nicht so sehr in Worte aus, sondern in meiner Haltung, in meinem Blick, ein freundliches Lächeln oder ein Dankeschön oder wenn Sie sich auf die Stärken Ihres Partners fokussieren oder auf das, was er gut macht, auch für Sie, dann haben Sie schon eine ganz andere Haltung. Also vor den Worten kommt immer die Haltung. Ich liebe dich ist ein Schlag ins Gesicht, wenn die Haltung nicht stimmt. Und eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Haltung verändern können, ohne dass Ihr Partner das zum Beispiel weiß, ist, Sie wissen, ich habe gerne leere Bücher, ich empfehle das gerne, wenn Sie ein leeres Buch zu Hause haben oder eine Kladde, dann schreiben Sie mal auf, was gefällt mir gut an meinem Partner oder meiner Partnerin? Was finde ich gut an mir als Partner oder als Partnerin? Und schreiben Sie auch auf, was finde ich gut an unserer Partnerschaft? Und Ihr Partner, der muss davon gar nichts wissen, dass Sie das machen, sondern es reicht, wenn Sie innerlich wie so ein inneres Bankkonto füllen und eine andere Haltung Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin gegenüber annehmen. Und aufschreiben ist immer besser, weil dann hat man nicht nur die Gedanken im Kopf, sondern man bringt es in eine Formulierung. Und wenn man es schon einmal formuliert hat, dann wird es auch leichter zu formen. Sie merken, dass das auch sehr eng miteinander in Verbindung steht. Also, was finde ich gut an mir als Partnerin? Was finde ich gut an mir als Partner oder als Partnerin? Und was finde ich gut an meiner Partnerschaft? Und damit verändern Sie die Haltung und damit auch die Haltung Ihrem Partner gegenüber und verbessern automatisch Ihre Partnerschaft. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Ihre Kommentare dazu schreiben wollen, dann schreiben Sie mir gerne unter mail@ernahüls.de. Und das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, also diese Übungen, die kann man sehr, sehr gut auch nachlesen in diesem Buch von Theo Schönacker, was ich Ihnen empfehle, Worauf wartest du? Das ist wirklich sehr, sehr praxisnah geschrieben. Ein weiteres Buch, was ich Ihnen empfehlen kann, ist hier das Buch der Männer von Dietrich Schwanitz. Das ist sehr humorvoll geschrieben. Sie sollten sich das als Frau besonders kaufen, dann können Sie Männer besser verstehen, wie ich finde. Auch ein sehr gutes Buch, was ich dringend Eltern empfehle, die Jungen haben, Jungen, wie sie glücklich heranwachsen. Weil ich glaube, dass Männer auch Probleme mit dem Schweigen, mit der Kommunikation haben, liegt daran, dass sie in den ersten Jahren ihres Lebens eben sehr viel von Frauen umgeben sind. Sie sollen sich aber entwickeln wie ein Mann. Ja, wie denn? Viele Männer sind abwesend gewesen. Und hier wird das nochmal sehr deutlich beschrieben, wie wichtig für Jungs in ihrer Entwicklung der Kontakt zu Männern ist, sodass sie auch von Männern lernen, wie man mit Gefühlen umgeht und wie man mit Menschen umgeht und wie man mit sich selber umgeht. Ein Buch für Männer und auch für Frauen, die schon eine Stufe weitergehen wollen, ist von David Deiler, Der Weg des wahren Mannes. Ein sehr, sehr gutes Buch. Ich finde, das ist besonders für Männer, aber auch für Frauen geeignet. Der hat so Überschriften wie nehmen Sie Ihre Familie nicht als Entschuldigung oder hoffen Sie nicht darauf, dass es mit Ihrer Partnerin irgendwann leichter wird. Und das Kapitel, was mir besonders gut gefällt, ist, gestehen Sie älteren Frauen Ihren Zauber zu. Herrlich. Also, das Buch ist gut. Weitere Buchtipps und auch Informationen zum Thema Partnerschaft und Liebe finden Sie auch auf meiner Internetseite www.ernahüls.de. Besuchen Sie mich da gerne, ich freue mich. Das war's für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, Sie haben heute einige Impulse mitnehmen können. Denken Sie daran, nehmen Sie eine positive Haltung ein Ihrem Partner und Ihrer Partnerschaft gegenüber und finden Sie den Moment der richtigen Gelegenheit, um mit Ihrem Partner ins Gespräch zu kommen. Achten Sie auf seine Stärken. Und verwandeln Sie Vorwürfe in Wünsche um, darauf reagieren wir alle gerne.
Denn ich glaube, sinnvoller als ständig in den neuen Partnerschaften die alten Wege zu gehen, ist es, in der alten Partnerschaft neue Wege zu gehen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß in der Liebe und viel Freude. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.